So, Leute, hallo und willkommen zurück zu Super Mario 64. So, dann haben wir ja soweit Untergeschoss, ja genau, Erdgeschoss fast alles gemacht, außer einen Stern, den wir noch nicht machen können, und den Bowser halt. Und das wollte ich ja in diesem Part zumindest machen. So, die mystische Kraft hat geöffnet und da sehen wir das Bild von Prinzessin Peach. Wollen wir zu ihr hin? Und es hat sich verwandelt in Bowser. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ach, was soll's, ich muss ja. So. Oh mein Gott. Huahuahua. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Ja, vielen Dank. Okay, dann wollen wir mal Bowser Schattenwelt hier machen. Dafür müssen wir uns natürlich auch die... Nein! Mann, bin ich schlecht. Wow! Okay! Gut, das war jetzt nicht das, was ich wollte, aber was soll's. Wir können das ja alles nochmal machen. Ist ja völlig wurscht. Ja, ich weiß, hohe, ulkige Füße und so weiter. Das habe ich schon verstanden. So, dann machen wir das Ganze doch noch einmal hier. So. Ja, man müsste den Schalter vielleicht auch aktivieren. Das würde das Ganze doch vereinfachen. So, dann holen wir uns jetzt endlich mal die Münze und landen wieder im Feuer. Naja, was soll's. Solange ich nicht wieder abstürze, ist das ja in Ordnung. So, ja. Und hepp. Gut. Haben wir das geschafft. So, das waren schon mal zwei der schwierigeren roten Münzen. So. So, ich habe ein bisschen Angst vor... Kamera. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Welt, weil das ist die Bowser-Welt, die ich am wenigsten irgendwie kann. Irgendwie finde ich die anderen beiden einfacher als die hier. Keine Ahnung warum. So, holen wir uns hier mal das extra Leben. Weil ich ja ein Leben verloren habe, möchte ich ein neues haben. Leben. Danke. So, ist auch gar nicht so einfach mit der Kamera hier rumzuspielen. So. Deswegen, ich bleib lieber ein bisschen langsamer dann. So, holen wir uns hier noch eine rote Münze. Ich hoffe, ich habe noch keine verpasst. Sollte aber eigentlich nicht der Fall sein. So, ach, jetzt kommt der Quatsch hier. Ja. So, dich mache ich mal weg. Dann haben wir hier eine. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Hep. Genau, da ist eine. Und hep. Gut, die habe ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, vorsichtig jetzt. So, jetzt hier rüber. Hat ja funktioniert. So, damit haben wir schon mal 6. So, wie mache ich das hier am besten einfach? Ja, ist egal, der trifft mich halt. So. Ganz langsam und vorsichtig. Ja. So. Wie gesagt, mein Controller, der ist wirklich extremst präzise. Deswegen muss man halt auch vorsichtig sein dann. So. Hep. So, die Gumbas hier lieber weghauen. So, weg mit dir. Okay, da ist eine. Ich sehe nix. Gott, oh Gott, oh Gott. So, haben wir schon 7. So, jetzt. Der Sprung hier darf nicht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Jetzt vorsichtig hier hoch. Damit wir auch hier ja nicht sterben. So. Haben wir das hier auch geschafft. So, da hinten ist denn die letzte. Nein! Was war das denn jetzt? So kann man 4,5 Minuten verschwenden. So. Sehr toll. Ja, ich weiß. Wow. Er lacht dich doch tot, du blöder Echsenkönig. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Da ging das alles so gut. Ja, jetzt läuft natürlich ja gar nichts. Ah, nerv, nerv, nerv. Ach, was soll's hier? So. Wow.
Ich bin gerade in Höchstform, man merkt es. So, einfach nochmal, wow, wow, wow. Yahoo! So. Ja, Schalter. So, ein Tap. So, zurücklaufen. Und die Münze noch hier holen. So. Das haben wir ja dann mal wieder. Ah, eine einzige rote Münze und dann muss ich sterben. Ist doch zum Kotzen sowas. Hep. Wow. Vorsichtig, vorsichtig. So. Und hep. Mann, Mann, Mann. Wow. Vorsichtig, vorsichtig. Ich spiele aber auch wie ein Kranker. So, das Leben will ich hier haben. So, danke für das Leben. Okay. Da kriege ich ja schon alles hin hier. Sollte ja nicht mit das Problem sein. So. Münze, komm her. Ja, Kamera. Da muss ich mich echt gewöhnen an die Kameraumstellung hier. So. Yahoo. So, weg mit dem Block hier. So, Münze. Näp. Ach, egal, dann fahre ich halt eine Runde hier mit. Hauptsache, ich krieg die Münze. So, komm her. Geht doch. So. Und so, und so. Und zurück. So, jetzt schon haben wir wieder 6. So, jetzt nur wieder vorsichtig hier. Ja, ich weiß, der muss mich treffen. So. Da, da, da. Die Musik passt aber auch gut zu dem Level hier. So, Gumba, du. Hep. So, weg ist der Gumba. So. Hep. Machen wir das Ganze doch einfach hier mit. So. Hep. Gut, habe ich die Münze auch. Mann, 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 Mann. So. Und hey, Doppelsprung. Weil Doppelsprung ja gut ist und so, ne? So. Und die letzte Münze. Oh, jetzt hat er nur noch den Stern auch irgendwie aufsammeln. So. Dafür muss ich einfach nur wieder hier rüber. Oh Gott, ich dachte gerade, ich schaffe den Sprung nicht. Bumba, geh weg. So. Das wäre jetzt peinlich, jetzt noch zu sterben. Ah, nicht zu weit laufen. So. Ah, Mann, der Controller. So, und einfach nur noch das Treppchen nach oben. Hep. Und der Stern. Der Stern, 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 der Stern. Gott sei Dank habe ich das geschafft. So, unglaublich, du hast einen Stern. Ja, dafür habe ich aber auch viele Leben verbraucht. So, einfach nur in die Röhre rein. Und Bowser, mein alter Feind, wie geht es dir? So, tja Mario, Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch so bald nicht sein. Wah, wah, wah. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen, keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Naja, wegen kaputte Rohre. Ich zeig dir mal ein kaputtes Rohr. So, und so, und so. Und hey, ja, das war ja schon fast gut. Ich muss ihn einfach nur gegen den Stachelball da werfen, gegen die Bombe. Und dann ist das mit ihm auch Geschichte. So. Und hey, hey. So, noch ein paar letzte Worte, Bowser. Bowser? Grr, offensichtlich war ich ein wenig unachtsam. Aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben. Bestimmt. Ja, bestimmt hier von wegen hier. Ist doch klar, wer der nächste Sieger wieder ist. So, und wir haben einen Schlüssel. Ein Schlüsselchen für den Mario. Here we go! Hurra, haben wir das geschafft. Ja, Bowser Schattenwelt. Boah, da will ich nie wieder hin. Nie wieder. Speichern und weiter. So. So, hüpfen wir mal gegen die Wand, weil wir es können. So, und hier raus.
So, wie sieht's denn aus? Geheime Sterne habe ich 5. So, ja, wie gesagt, in Welt 3 fehlt noch ein Stern, den hole ich mir später dann. Das heißt, jetzt geht's denn... Ich könnte jetzt schon zur Geisterwelt gehen. Das mache ich noch nicht, das mache ich im nächsten Part. Ich guck mal, dass ich in diesem Part vielleicht noch ein, zwei Sterne hole. Ja, doch, ein paar Sterne kann ich mir noch holen, die schnell gehen. Und zwar gibt es ja den Hasen, den tollen Hasen, den man fangen kann. Gucken, ob ich das recht schnell hinkriege. Ich hoffe, dass ich dafür jetzt nicht allzu lange brauche, weil es ist ja bekanntlich so, dass man den Hasen sehr lange jagen muss. Ja, das war ja schon fast toll, wie ich ihn fast gekriegt habe. So, jetzt ganz vorsichtig und... Hep. Ey, komm, ich hab dich gehabt. Hey. Oh, ich hab ihn. Das ging schnell. Hey, du Rüpel, ich bekomme ja blaue Flecken. Lass mich sofort los. Bosa hat mir diesen Stern geschenkt. Er wäre ziemlich böse, wenn er wüsste, aber ich bin in Eile. Also nimm ihn und lass mich runter. Okay. Komischer Hase. So, mit dem könnte man auch gut glitschen. Das mache ich aber nicht. Wie gesagt, ich möchte versuchen, alle Sterne zu bekommen. So, dann gibt es hier drin auch noch einen Geheimstern. Den hole ich mir, wenn ich in das Level reingehe. Nun heißt es, erstmal ein wenig schwimmen gehen. So. Ich sehe nix. Ah, ja. Lakito, danke. Und zwar hatten wir ja mal so ein Textfeld, da hieß es ja irgendwas mit Säulen einstampfen und hier sind dann auch diese Säulen. Und dann stampfen wir die doch auch mal ein. So, Nummer 1 und Nummer 2. Und wir lassen das ganze Wasser ab, weil es toll ist. Gehen hier durch diese verrostete Tür und sind jetzt im Hof, wo ja mal der schöne Teich war. Der ist jetzt weg und wir können hier hinten in dieses Löchchen rein und da gehe ich jetzt auch noch rein. Die Zeit nehme ich mir dafür noch. Und wir haben einen schönen Schalterpalast. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Kannst du den blauen Schalter entdecken? Löst du ihn aus, kannst du in allen blauen Blöcken Tarnkappen finden, die dich unsichtbar machen. Auf diese Weise kannst du durch bestimmte Wände gehen und Gegnern ungesehen ausweichen. Ja. Und natürlich gibt es hier ja auch rote Münzen, die ich mir natürlich schnappen möchte. So, 1. Wow, 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 wow. 2. Yep. Wow. Und wow. So, 3. Und 4. Gut, fehlen nur noch 4. Wow. Kann es sein, dass Mario manchmal eckig wird? Kann das sein? Sah gerade irgendwie so aus, als würde er ein bisschen eckig werden. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Der Sprung wollte nicht funktionieren. So, machen wir das Ganze doch noch einmal. Und hey. So. Und ja. Hat nicht funktioniert, also noch einmal. So, ach Gottchen, nein. Jetzt kommt der Quatsch. So. Das habe ich schon immer gehasst an dieser Welt hier. So. Und hep, hep. Ganz vorsichtig. Nichts überstürzen. Und hep. Schon haben wir 7. So, jetzt kommt der schwierigste Sprung. Und zwar der hier. Geschafft. Wunderbar. So. Du hast den blauen Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Tarnkappe einsetzen und Unsichtbarkeit erlangen. Jeder blaue Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Logisch. Ich will ja hier nichts verkehrt machen mehr. So. Nehmen wir uns mal die Tarnkappe dann. Die letzte rote Münze. Und da ist der Powerstern. So, wunderbar, wunderbar. Und den holen wir jetzt noch, ohne abzukratzen. Und komm her. Hat ja funktioniert. Sehr schön. So, ein geheimer Stern des Schlosses. Jupp. Ein sehr schöner Stern. So, ich gehe jetzt nochmal in diese Welt, um abzukürzen. So, damit ich nicht den ganzen Weg wieder zurücklatschen muss und Kurs verlassen. Und schon bin ich wieder hier. So, dann gehen wir nochmal hier rein. In die Tür. So, und gucken uns den Geist an. Da ist er. Wir gucken ihn uns an. Da. Seht ihr, wie toll er ist? Er ist toll, ne? Ein schöner Buhu. Gut, und diesen Buhu, das machen wir dann im nächsten Part. Also bis dahin, liebe Leute, tschüss.